Herzlich willkommen zu einem neuen Video des Online-Kurses. Das heutige Video beinhaltet einige theoretische Inhalte in Bezug auf Sicherheit beim Klettern. In vorherigen Videos haben wir bereits einige Aspekte kennengelernt und werden diese auch wiederholen. Wir starten gleich mit einer kurzen Wiederholung des Partnerchecks. Der Partnercheck wird vor jedem Antritt einer Kletterroute durchgeführt, um mögliche Fehlerquellen zu finden und diese auszubessern. Beim Partnercheck werden als erstes gegenseitig die Gurtverschlüsse geprüft, anschließend der Anzahl Knoten und Anzahl Punkt, Sicherungsgerät und Karabiner und der Knoten am Seilende. Beim Klettern sollten nur Sicherungsgeräte verwendet werden, die bereits bekannt sind und mit denen bereits im Vorfeld geübt wurde. Zur richtigen Handhabung muss die Bremshand das Bremsseil stets umschließen und in der richtigen Position sein, damit das Sicherungsgerät blockieren kann. Die Wahl des Standortes muss auch vor Antritt der Kletterroute durchgeführt werden. Während des Kletterns darf der Kletterpartner niemals aus den Augen gelassen werden. Beim Einholen und Ausgeben des Seils sollte auch darauf geachtet werden, dass nie zu viel Schlappseil entsteht, wodurch die Sturzhöhe vergrößert werden würde. Da nicht nur langes Klettern, sondern auch langes Sichern anstrengend sein kann, sollte bei schwindender Aufmerksamkeit eine Pause eingelegt werden. Beim Klettern mit Kindern muss auch darauf geachtet werden, dass diese über eine begrenzte Konzentrationsfähigkeit und auch über geringere Handkraft verfügen als Erwachsene. Beim Top-Rope-Klettern gibt es mehrere Punkte, die erfüllt sein müssen, um das Seil nur über das Top umlenken zu können. Jede Top-Rope-Station muss über zwei voneinander unabhängige Sicherungspunkte verfügen, wie hier zwei Bohrhaken an der Wand. Weiters muss das Seil über mindestens zwei gegengleiche Karabiner umgelenkt werden, um auch hier eine Redundanz zu erhalten. Beim Ablassen des Kletterpartners sollte darauf geachtet werden, dass dies gleichmäßig und langsam durchgeführt wird. Natürlich muss auch vor Antritt der Route der Landebereich freigemacht und auch freigehalten werden. Dies gilt auch für den Sturzbereich, also der Bereich, in dem man im Falle eines Sturzes fallen könnte. Dies muss besonders bei überhängenden Routen beachtet werden, da hier die Gefahr des Pendelns besteht. Bei Umlenkkarabinern oder auch anderen Karabinern, durch die ein Seil läuft, darf niemals ein zweites Seil eingehängt werden. Wird dies ignoriert, läuft ein Seil auf dem anderen und trennt dieses durch Reibungswärme innerhalb von Sekunden komplett durch. Hängt ein Kletterer an diesem Seil, würde dies zu einem Absturz führen, also niemals Seil auf Seil einhängen. Im alpinen Bereich können Standplätze auch aus textilem Material aufgebaut sein. Hier muss darauf geachtet werden, dass niemals Seil auf Seil trifft. Durch das Einhängen eines Karabiners läuft das Seil über Aluminium, das dafür ausgelegt ist. Und somit kann auch ein Standplatz aus Seilmaterial verwendet werden. Nun werden wir noch die letzten Sicherheitsregeln behandeln, die sich jedoch auf Vorstiegsklettern beziehen, also erst im späteren Verlauf des Kurses benötigt werden. Damit haben wir jedoch alle Regeln in einem Video zusammengefasst. Beim Partnercheck haben wir bereits davon gehört, dass beim Klettern im Vorstieg keine zwei gegengleichen Karabiner zum Anseilen verwendet werden, sondern dass hier direkt eingebunden wird. Dazu wird das Seil durch die Anseilschlaufen an Bein- und Hüftschlaufe anstatt durch den Hauptanseilring gefädelt, um hier eine doppelte Absicherung zu erreichen. Dies ist notwendig, da beim Vorstiegsklettern weit größere Sturzdistanzen entstehen. Während des Kletterns müssen alle Zwischensicherungen, die sogenannten Expressschlingen, eingehängt werden. Werden Zwischensicherungen ausgelassen, wird die Sturzhöhe weit größer und es kann sogar zu Bodenstürzen kommen. Die Zwischensicherungen sollten stets auf Hüfthöhe eingehängt werden, um nicht unnötig viel Seil auszugeben und somit wieder die Sturzhöhe zu vergrößern. Auch wenn alle Zwischensicherungen eingehängt sind und auf Hüfthöhe eingehängt wird, kann es bis zur fünften Expressschlinge zu Bodenstürzen kommen.
In einem späteren 360-Grad-Video werden wir demonstrieren, was bei Missachtung dieser Sicherheitsregeln passieren kann. Dies werden wir natürlich mit zusätzlicher Sicherung durchführen, um gefährliche Situationen zu vermeiden.